Ich hatte einen totalen Denkfehler. Oh Mann. Wir haben halt eine bestimmte Anzahl an Labortagen. Und wenn wir heute mit unserem Zeh nicht fertig werden, dann verschiebt sich das halt in den nächsten Labortag. Mich fasziniert einfach Ernährung und wie Ernährung auf verschiedenste Bereiche im Leben Einfluss haben kann. Dann haben wir jetzt drei verschiedene Cascara-Basis mit drei verschiedenen Milchsorten. Dementsprechend müssen wir auch schauen, wie wir das süßen, damit das eben trotzdem noch schmackhaft ist. Boah, das schmeckt gar nicht. Hi, ich bin Anja, ich mache meinen Master in Food Science und studiere im zweiten Semester. Heute wollen wir ein Kaltgetränk entwickeln mit der Cascara. Das ist ein neuartiges Lebensmittel aus der Kaffeekirsche. Das ist unsere große Herausforderung, da wir das Ganze zuckerfrei oder mit wenig Zucker herstellen wollen. Wenn es nicht klappt, dann ist es natürlich schwierig, weil wir etwas unter Zeitdruck geraten. Wir wollen das Ganze demnächst fertigstellen und müssen natürlich was Gutes abliefern. Hallo, sind die immer noch nicht da? Ich nehme auf jeden Fall auch mein iPad mit, falls wir später in der Aufteilung doch noch was aufschreiben müssen. Ich wusste tatsächlich schon, seitdem ich 13 bin, dass ich gerne Ökotrophologie studieren möchte. Das kam daher, dass ich sehr gerne gebacken und gekocht habe und mich schon so ansatzweise ein bisschen dafür interessiert habe, was das denn eigentlich mit uns macht. Und durch eine Freundin meiner Mutter, die Ernährungsberaterin ist, durfte ich eben auch diesen Beruf so ein bisschen kennenlernen und habe mich dafür sehr interessiert. Da hatten wir nichts, ne? Das ist ja vorne jetzt schon, das Trockene. Also zum einen haben wir letztes Mal noch vegane Milchalternativen übrig gehabt. Die haben wir natürlich gekühlt, damit wir die wiederverwenden können, wenn die noch gut sind. Und dann haben wir hier einmal unsere Rückstellproben, weil wir das letzte Mal Kaffee und Cascara mit den Milchalternativen in verschiedenen Konzentrationen vorbereitet haben. Cascara ist die Kaffeekirsche. Die Samen daraus sind die Kaffeebohnen. Und normalerweise werden nur die verwendet und dann in der Wertschöpfungskette vom Kaffee weiter genutzt. Und die Kaffeekirsche an sich wird weggeschmissen. Und im letzten Jahr wurde die Kaffeekirsche zugelassen von der sogenannten Novel Food Zulassung, dass eben auch hier in Deutschland und in Europa diese Kaffeekirsche genutzt werden können. Also hier sieht man, sieht so ein bisschen teeartig aus und so wird es auch verwendet. Wir sind ja im Projekt der innovativen Produktentwicklung und dadurch, dass eben es noch nicht so viele Produkte gibt, die mit der Cascara gemacht werden, ist es eben besonders innovativ und weil es auch so neu ist und deshalb haben wir uns für das Lebensmittel entschieden. Wie steht ihr denn so zu neuen Lebensmitteln? Seid ihr eher neugierig oder eher skeptisch? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Man sollte auf jeden Fall Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern mitbringen. Einfach gerade im Grundstudium der Ökotrophologie hat man eben viel Chemie auch und Humanbiologie. Aber auch Physik und später gibt es eben so verschiedene Bereiche, in die man gehen kann. Entweder man interessiert sich sehr für die Gesundheit der Ernährung und vielleicht auch Beratungsaspekte oder aber eben für diesen Produktentwicklungsaspekt und Sensorik und neue Lebensmittel zu entwerfen. Da ist ein bisschen Schlieren. Ja, da sind so ein bisschen Schlieren, das stimmt. Hier ist es auch ganz toll. Ich teste mal die erste. Das riecht auf jeden Fall neutral. Wir haben den Espresso aussortiert. Da hatten wir auch noch was mit Espresso gemacht. Das haben wir jetzt, mussten wir uns halt irgendwie auf Cascara einigen. Wir machen das Gleiche quasi nochmal, weil wir jetzt halt nochmal die Basis aufsetzen müssen, bevor wir dann mit der Basis noch was anderes machen als letztes Mal. Wir hatten es letztes Mal ja mit so Milch. Das erinnert dann ein bisschen an so Milchtee, wie man den vielleicht irgendwie in Großbritannien trinkt. Und wollen das Ganze ja aber später als Kaltgetränk haben. Es ist auch bitter, was halt man auch eben gucken muss, wie viel gießt man auf, mit wie viel Wasser und welcher Konzentration. Ich hoffe, es reicht jetzt, ne? Damit es eben nicht zu bitter wird. Und dementsprechend müssen wir auch schauen, wie wir das süßen, damit das eben trotzdem noch schmackhaft ist. So, ich tue es auf jeden Fall schon mal ins Wasserbad. Ja, oh Gott, nein. Nicht, dass es umfällt. Wir müssen das abkühlen und tun es deshalb in ein Wasserbad, in kaltes. Das muss halt eben kalt sein, damit es eben auch genauso schmeckt wie später und der Geschmack nicht verfälscht wird. So. Wir
im Bachelorstudium ist auf jeden Fall eine Herausforderung, erstmal so den Beginn zu schaffen einfach, dass man sich an das Studium gewöhnt, dass man diese doch etwas schwierigeren Grundstudiumsmodule hinbekommt und sich an so Klausurenphasen gewöhnt, aber eben auch an die Laborpraktika, insbesondere der Chemie und Physik, wo es eben ja, etwas spezieller wird. Und man eben zum Beispiel Protokolle schreiben muss. Im Masterstudium ist man dann ja schon sehr an das Studium gewöhnt. Besonders herausfordernd ist für viele vielleicht Mathe oder Technologie. Und am Ende natürlich die Masterarbeit, die auch recht umfangreich ist. Die Aufgabenstellung war ja, einen veganen Snack zu machen mit einer Funktion. Das heißt, mit einem Health- oder Nutritional Claim, also so etwas wie zuckerarm oder energiearm oder ähnliches. Wir haben gestartet mit einer Marktanalyse, dass wir geguckt haben, was gibt es überhaupt noch nicht oder was gibt es Innovatives. Das Schöne ist halt, dass wir eben da so alle möglichen Stationen durchgehen, also von irgendwie der Marktanalyse über Kreativitätstechniken, um zu unserer Idee zu gelangen und dann halt jetzt in die Produktentwicklung. Die Produktentwicklung ist tatsächlich recht wichtig, weil da eben verschiedene Module dranhängen. Also wir haben ein Modul, das heißt Innovationsmarketing und wir machen eben für dieses Projekt auch ein Marketingkonzept später. Und ein anderes Modul, das nennt sich Sensorik. Und weil in diesem zweiten Semester eben diese ganzen Module in diesem Projekt sich vereinen, ist das eben recht wichtig, weil wir eben hier viel näher an der Praxis sind, wie es auch im Unternehmen aussehen könnte. Mein Berufsziel ist zwar noch nicht ganz konkret, aber da ich es ja super spannend finde, dass Ernährung und Lebensmittel einfach einen so großen Einfluss auf unsere ganze Welt, sei es die Gesundheit der Menschen, aber auch die Ernährungssicherheit im Sinne, dass alle Menschen sich, ich sag mal, gesund und überhaupt ernähren können, auch den Einfluss auf Klimakrise, Biodiversität und so weiter, mich das so sehr interessiert, dass ich später im Beruf eben das Gefühl haben möchte, da einen Teil beitragen zu können. Alle vier rühren wir als allererstes einmal ein mit diesem Pulver, einfach um schon mal zu schmecken, ob irgendwie überhaupt Frucht passt. Also das ist jetzt Sauerkirschpulver. Und später wollen wir ja noch den Sirup kochen, wo die beiden jetzt schon anfangen. Und da werden wir dann bestimmt auch noch mal verkosten. Das ist einfach eine tolle Abwechslung zu Vorlesungen und so weiter. Und dass man irgendwie, wenn man so viel aktiv macht, auch geht die Zeit immer total schnell rum und es wird natürlich auch stressig, aber trotzdem macht es dabei die ganze Zeit Spaß. Als ich mich für die HAW Hamburg entschieden habe, da lag das eher daran, dass ich gerne in Hamburg bleiben wollte, weil es mir einfach vieles erleichtert hat. Später im Studium habe ich dann gemerkt, dass es aus ganz anderen Gründen auch eine super Idee war. Einfach weil ich gerade im Vergleich zu anderen Studierenden aus anderen Städten, die an Universitäten studiert haben, gemerkt habe, dass wir viel praktischer gearbeitet haben. Wir waren total viel im Labor, sei es Chemielabor, Physiklabor, aber vor allem eben auch im ernährungswissenschaftlichen Labor. Und ab dem ersten Semester haben wir gekocht und gebacken und ganz viel gelernt. Und das hat auch die anderen Module und Klausuren so ein bisschen übertönt quasi. Im Bachelorstudium hat mir das Studium auch die ganze Zeit total Spaß gemacht. Und ich habe den Schwerpunkt Ernährung, Gesundheit, Beratung gewählt, der mir in den Modulen auch viel Freude bereitet hat. Ich habe mich total dafür interessiert, wie eben Ernährung auf unsere Körper wirkt. Und habe danach mein Praktikum in der Ernährungsberatung absolviert. Da habe ich dann aber gemerkt, dass ich zwar die Fakten alle super spannend finde, aber die Beratung an sich nicht mein Berufsfeld ist und ich da eher noch mal lieber nach was anderem suchen möchte, was ich dann später beruflich mache. Dann habe ich angefangen, bei Food Active zu arbeiten und Food Active vereint ja ganz viele Unternehmen der Lebensmittelbranche und ich habe einen tollen Einblick in diese Branche bekommen und gesehen, dass mich das sehr fasziniert. Als Konsequenz habe ich mich dann tatsächlich für den Master entschieden, den ich jetzt mache, Food Science, weil ich gemerkt habe, das eröffnet mir noch mehr Wissen und neue Wege, in der Lebensmittelindustrie zu arbeiten. Ich setze jetzt nochmal die Basis an, die wir letztes Mal halt schon getestet haben, damit wir die gleich nutzen können, um die Fruchtkomponenten einzurühren und das dann auszuprobieren. Wir sind auf jeden Fall überrascht davon, wie dickflüssig doch der Saft schon ist, was ganz toll ist, weil wir erst überlegt hatten, ob wir den noch andicken mit Stärke.
Und später in unserem fertigen Getränk wollen wir das eben so machen, dass man die Fruchtkomponente extra hinzufügen kann. Also dass man sich auch entscheiden kann, ob man das jetzt mit der Frucht trinkt oder nicht. Wir haben ja auch vorher jetzt nicht viel gegessen oder so. Es ist auch noch wichtig, dass man darauf achtet, dass man jetzt irgendwie nicht 2 Minuten vorher sich den Burger oder sowas gegessen hat und dann eh nicht so gut schmecken kann. Ja. Das ist schon süß. Hätte ich nicht gedacht. Es ist richtig süß, finde ich auch. Viel weniger bitter als letztes Mal. Also man schmeckt auf jeden Fall noch die Cascara. Aber es ist viel weniger bitter als letztes Mal. Schmeckt ihr die Frucht? Ich schmecke jetzt keine Sauerkirsche. Ich würde sagen, hier riecht man immer noch diese. Es riecht schon wieder so ein bisschen bitter. Ja. Also der Cascara. Aber ich finde, man riecht auch die Milch, die Sojamilch. Ja. Oh, das schmeckt gar nicht. Okay. Aber können wir vielleicht die Soja sowieso rausschmeißen? Ja, also es schmeckt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Sauer. Also man riecht die Cascara auf jeden Fall und man schmeckt auch die Kirsche jetzt. Mhm. Ich finde das aber ganz gut, dass man die Kirsche so schmeckt, weil das ist ja schon der USP, dass es halt eine Fruchtkomponente hat und das ist schon ganz cool. Da wir uns am Ende eh auf eine Milchalternative einigen müssen, sind wir jetzt am Überlegen, ob wir die Sojamilch vielleicht rausnehmen und eher mit den Hafermilch weitermachen. Es ist wichtig, dass wir jetzt das Konzentrat hinbekommen und das eben kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Gerade weil wir uns da auch nicht so einig sind, inwiefern wir das konzentrieren müssen sozusagen, ob wir das vorher anrühren mit Wasser oder nicht. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger, je nachdem, wie lange das dauert. Und eigentlich wollten wir heute auch noch die Süßungsmittel ausprobieren und hoffen, dass wir dazu jetzt noch kommen. Wir haben halt eine bestimmte Anzahl an Labortagen und wenn wir heute mit unserem Zeh nicht fertig werden, dann verschiebt sich das halt in den nächsten Labortag, wo wir aber eigentlich schon weitermachen wollen. Wenn sich das alles verschiebt, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht nochmal extra ins Labor kommen, aber das wird schwierig, also gerade weil das hier immer ausgebucht ist. Und wir wollen am Ende ja auch gerade bei der Endpräsentation ein fertiges Produkt auf den Tisch stellen sozusagen und wenn wir unser Marketingkonzept vorstellen, unsere Marke und so weiter und das Produkt nicht schmeckt, dann ist das wenig überzeugend. Schmeckt schon ein bisschen nach Mango, aber der Träger ist auf jeden Fall Apfel. Oh, ist das sauer. Aber wenn du schmeckst den. Im Abgang schmeckst du die Süßungsmittel, aber. Das ist zu viel. Wie schmeckt's? Boah. Ja, das ist zu süß. Wir wissen auch noch nicht so, ob das eben mit den Süßungsmitteln zu süß ist, ob wir da vielleicht nochmal das neu machen müssen mit weniger Süße. Da schauen wir gleich, wie es uns schmeckt. Riecht auf jeden Fall wieder nach Cascara. Nee. Mhm. Oh. Ist ein bisschen ernüchternd, weil man sich vorgestellt hat, dass man doch mehr, also ich zumindest, dass man mehr Frucht schmeckt. Und dass wir ja am Ende, wenn man so ein Produkt halt im Supermarkt hat, auch wirklich möchte, wenn da draufsteht mit Fruchtnote und das wirklich das Ding ist, was sich unterscheidet von anderen Produkten, dann soll man das auch richtig gut schmecken können. Und das haben wir eben noch nicht erreicht. Wenn die Produktentwicklung gar nicht funktioniert, dann kommt es einfach sehr darauf an, welchen Prozess hat man gemacht. Also es ist sehr wichtig, wie ist man daran gegangen, hat man gute Analysen gemacht, woran lag es, dass es nicht funktioniert hat, hat man alles gut dokumentiert. Bei einem Entwicklungsprozess ist es immer so, dass etwas nicht funktionieren kann und auch in der Realität der Lebensmittelbranche sind nicht alle neuen Produkte erfolgreich und das wird eben auch berücksichtigt. Und wenn der ganze Prozess sehr gut war, dann ist es nicht dramatisch, wenn am Ende das Produkt auch nicht so toll ist. Aber eben der ganze Prozess, der muss wohl überdacht sein. Wenn ihr wissen wollt, was ihr nach einem ernährungswissenschaftlichen Studium beruflich machen könnt, dann schaut doch hier mal in die ARD-Mediathek.
Und hier kommt ihr zu einem Video aus dem Laborpraktikum des Chemiestudiums.